Jeder macht das, also mache ich das jetzt auch. Ein Fazit nach einem Jahr Model X fahren, exklusiv hier bei mir auf dem Kanal. Drive Tesla 2.0 Pegasus. Punkt 1. Über 300 Kilometer reale Reichweite. Gerade ist der Akku zu 54% geladen. Das entspricht bei Distanz typisch 200 Kilometern. Jetzt das Doppelte sind nicht 400, aber 350 schafft er schon, beziehungsweise 377 wird angezeigt bei 100% Ladung. Ich sage immer, ein Elektroauto muss 300 Kilometer fahren können, aber ich brauche 50 Kilometer Reserve, also muss es 350 Kilometer fahren können. Dieses Auto, ein Model X 90D, zeigt 377 an und kann auch mindestens 350 fahren. Unter normalen Bedingungen? Nein, sogar wenn man etwas schneller auf der Autobahn unterwegs ist. Gucken wir mal unseren Durchschnitt an. Das sind hier meine Durchschnittswerte. 24 Kilowattstunden jetzt, knappe 4500 Kilometer gefahren. Und auf unsere Gesamtdistanz sind wir auch bei 25 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das ist für ein so schweres Auto durchaus ein guter Wert. Ihr seht aber heute zum Beispiel gerade eben, man kann auch ein bisschen weniger, schafft man auch, aber nicht viel. Mein zweiter Punkt, Pluspunkt. Langstreckentauglichkeit. Von Tesla gibt es ein Ladenetz, die Supercharger, und das ist sogar hier in die Navigation integriert. Ich navigiere mal außerhalb der Reichweite, zum Beispiel zur Messe in Hannover, und er baut mir jetzt hier über die Supercharger einen entsprechenden Trip auf und zeigt mir, wie ich hier unten von mir bis da über Würzburg nach Hannover fahren kann. Jetzt haben wir nicht arg voll geladen, deshalb in Leonberg 20 Minuten nachladen, am Gramschatzer Wald 30 Minuten nachladen, in Malsfeld 30 Minuten nachladen und ich komme in Hannover an. 559 Kilometer, 6 Stunden und 7 Stunden, das ist eigentlich in Ordnung. Und ihr seht, man lädt auch sowas nur von 20, 30 Minuten, das ist eine Pinkelpause. Dritter Punkt, das unglaubliche Fahrgefühl in diesem Auto. Kann ich jetzt schlecht vorführen, habe ich aber ja in vielen meiner Videos gezeigt. Das ist das leise Dahingleiten, das ist die Beschleunigung, das ist die hohe Geschwindigkeit, die man auch über 200, 250 fährt, dieses Auto. Das ist schon spitze, das habe ich bei kaum einem anderen Auto gesehen, nämlich bei gar keinem. Vierter Punkt sind die ganzen Assistenzsysteme. Oftmals bei mir hier vorgeführt, geht natürlich jetzt hier nicht im Stand. Der Autopilot, der ACC, all das, was es hier drin gibt. Hier nochmal unter Fahrerassistenz, was es da für Einstellungen gibt. Das ist einfach cool, was hier in dem Auto verbaut ist. Und ich würde auch sagen, es funktioniert. Ich habe jetzt hier AP1, bin ganz zufrieden damit. Der Autopilot, so wie der hier verbaut ist, das funktioniert. Fünftes Highlight für mich, der riesen Bildschirm hier, der hier verbaut ist. Also das ist schon immer das Erkennungsmerkmal von Tesla gewesen. Und das ist auch das, was mich an dem Auto besonders fasziniert. Ich komme halt auch aus der IT. Eigentlich ist es ja ein fahrender Computer. Also das finde ich obercool. Und natürlich die Geschichten, die hier so von Tesla immer eingebaut werden. Irgendwelche Easter Eggs, besondere Features. Das ist natürlich außergewöhnlich, das macht keine andere Marke. Sechstes Highlight, das was ich hier sehe, nämlich verschiedenste Anzeigen zum Navigieren, zum Fahren. Und auch hier unten super Anzeigen zum Verbrauch. Und ganz toll finde ich diesen Tripplaner hier, diese Tripanzeige, wie ich sehe, wie ich da eigentlich bei meinem nächsten Ziel ankomme, mit wie viel Prozent und ob ich da mehr oder weniger Strom geben darf, schneller fahren darf. Und auch die Tripanzeige hier drüben, die jederzeit mir Auskunft gibt, wie ich eigentlich so unterwegs bin. Nächster Punkt sind die Flügeltüren. Die sind natürlich obercool. Ich kenne kein Auto, was sowas hat. Speziell im Model X ist für mich natürlich auch ein Highlight das Riesenplatzangebot hier. Auch für Erwachsene. Siebensitzer. Und ich bin im Sommer damit tatsächlich mit sieben Erwachsenen auch gefahren. Neuntes Highlight, die riesige Panorama-Windschutzscheibe. Wow. Zehntes Highlight ist bei mir das Ladesystem von Tesla, mit dem ich hier einmal mit dem Universaladapter auf jegliche Wechselströme zugreifen kann, dreiphasig, und auch hier mit dem
Shademo-Adapter dann auch auf ein anderes Schnellladesystem außerhalb von den Superchargern. Super! Da kriegt man immer Strom und den kann man auch noch individuell einstellen. Tja, das waren meine Highlights. Jetzt kommen die nicht so tollen Sachen. Punkt 1. Das Auto ist einfach viel zu groß. Riesengeschoss. Kann man nirgendwo einparken. Oh Mann ey, viel zu groß. Dann ist es natürlich viel zu teuer. Und für den Preis an einigen Stellen echt bisschen billig verarbeitet eigentlich. Also da ist man von teuren Autos eigentlich ein bisschen mehr gewöhnt. Das ganze Türsystem ist ein bisschen seltsam. Die Flügeltüren sind eigentlich ziemlich unpraktisch. Wenn ein Hindernis da irgendwo ist, habe ich manchmal gar keine Chance mehr auszusteigen. Vor allem nicht, wenn das die Seite ist, wo der Verkehr ist. Ach, das hier, was soll denn das? Wo soll ich denn hier die Tür anfassen? Die hat ja überhaupt keinen Griff. Punkt 3. Der Laderaum ist viel zu klein. Ich kann nämlich diese Rücksitze hier nicht ordentlich umklappen. Und deshalb bleibt hier nur 1,60 Meter. Weniger als im Schwestermodell. Vierter Kritikpunkt, die Mittelkonsole. Sieht ja so ganz nett aus. Hier kann man auch was reintun. Bei Beschleunigung fliegt das aber ziemlich hin und her. Das hier ist auch sehr fummelig. Und da unten habe ich so seltsame Einsätze, wo ich nicht weiß, wohin. Und wenn ich die da irgendwie lasse, bleibt da irgendwie so ein seltsamer Stauraum über, mit dem ich gar nichts anfangen kann. Wenn ich sie da reinlege, lummeln sie da drin rum. Wer hat denn das erfunden? Das hier ist das Fach fürs Handy. Funktioniert prinzipiell, wenn ich den Adapter da habe. Wenn nicht, habe ich hier Kabelsalat. Und habt ihr schon mal gemerkt, was passiert, wenn ich das hier umklappe? Da ist eine Öffnung. Das ist von hier offen. Da fliegt alles nach vorne, wenn ich jetzt Gas gebe. Wenn ich bremse. Oh oh. Und natürlich Cupholder ohne Ende, die ich eigentlich gar nicht brauche. Und was um alles in der Welt ist eigentlich hier drin? Und warum kann ich das nicht aufklappen? Seltsam. Fünfter Kritikpunkt, die Ladeplanung. Kann ich hier einschalten? Ich will morgen früh um 7 Uhr abfahren. Geplanter Ladevorgang starten um 7 Uhr abfahren. 54%. Keine Ahnung. Was soll das? Sechster Punkt, Kritik am Navi. Das Navi ist ja nicht schlecht für die Routenplanung, aber es kann nicht arg viel. Ich fahre jetzt ja irgendwie da lang, jetzt will ich aber hier einen Zwischenstopp machen in Stuttgart. Keine Ahnung, wie soll denn das gehen? Geht nicht. Ich kann nicht wie im Google Maps, was das ja eigentlich ist, das jetzt irgendwie da hinziehen. Geht nicht. Ich sehe auch bei Staus nicht unbedingt eine Alternativstrecke, was mich der Stau jetzt kostet oder sowas. Da muss es doch irgendwo Einstellungen geben. Gibt es auch. Die sind aber etwas spartanisch und haben eigentlich mit dem, was ich jetzt hier will, gar nichts zu tun. Ich kann immerhin Fähren meiden und Gebühren meiden. Autobahn meiden kann ich nicht und irgendwie, ja, das ist das Einzige, was ich noch einstellen kann, sind 15 Minuten Verzögerung, damit er mir nicht ständig durch die Innenstadt fährt. Also, das gehört echt verbessert. Geschweige denn, wenn ich jetzt hier oben an meinem Endpunkt irgendwie mit einer bestimmten Restreichweite ankommen will und nicht super knapp, nämlich hier jetzt mit 15%. Wenn ich da jetzt mit 50% ankommen will, warum kann ich ihm das hier nicht angeben? Das wäre doch eine Idee. Hier am Endpunkt will ich mit 50% Restreichweite ankommen. Berechnen wir das bitte, dass ich dann hier etwas mehr lade. Siebter Kritikpunkt. Erkennen von Geschwindigkeitsbegrenzungen und Reaktion darauf. Auf Landstraßen funktioniert das wunderbar. Da werden Geschwindigkeitsbegrenzungen automatisch erkannt und auch in dem Adaptive Cruise Control übernommen. Und das Auto fährt entsprechend langsamer und beschleunigt auch wieder. Warum um alles in der Welt funktioniert das nicht auf Autobahnen? Nächster Kritikpunkt, Rückfahrkamera. Ich habe hier zwar solche Führungslinien, aber warum um alles in der Welt habe ich keine Rundumsicht? Warum habe ich hier irgendwie nur so ein bisschen was, aber nicht wirklich die Sicht von oben? Ich habe so viele Kameras an dem Auto, aber es stellt mir das einfach nicht dar. Das ist doch nicht State of the Art. Neunter Kritikpunkt, die Musik-App. Ich habe hier sowas wie Podcasts. Und wenn ich bei dem Podcast an einer bestimmten Stelle bin, hier jetzt mal auf Radio wechsle und dann wieder zurückwechsle, fängt er einfach wieder von vorne an.
Oh oh. Und das ist nicht das einzige Problem, was diese Musik-App so an sich hat. 10. Kritikpunkt, die Klimaanlage. Ich weiß bis heute nicht, was ich hier einstellen soll. Das hier ist jetzt, glaube ich, die Over-Einstellung. Soll ich alles auf Automatik machen? Soll ich alles auf manuell machen, damit es nicht so föhnt? Hier oben zumindest mal die Klimaanlage generell aus. Oder das hier alles, wo es rauskommen soll. Und was soll ich dann hier machen? Oben nach unten. Irgendwie werde ich immer kalt geföhnt. Und immer ist es irgendwie was anderes, was ich da einstellen muss. Wenn ich die Klimaanlage anhabe, kommt es mordskalt. Da muss ich hier mindestens 22, 23 Grad anhaben, damit es nicht zu kalt wird. Und wenn ich die nicht anhabe, dann muss ich auf 20 stellen. Ich bin hier ständig am Rummachen mit dieser Klimaanlage. Das geht doch besser. Soweit mal hier mein Kurzfazit. Ein Jahr Model X, Drive Tesla 2.0 Pegasus. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.